Das? Markantes Design des Seat Ibiza. Aber kann das sein? Der hat doch das Heck eines Kombimodells. Richtig, und sein Name ist ST, Seat Ibiza ST. Und sein Hunger auf Zuladung ist unstillbar. Wir gehen in ein völlig neues Segment, was in Deutschland wachsen wird auf 100 bis 150.000 Autos. Und da wollen wir natürlich unseren Kuchen davon abhaben. Im Übrigen passt dieses Segment zu uns, weil es ja auch sehr viel Emotionen verspricht. Nach dem 3- und dem 5-Türer ist der ST die dritte Karosserieversion des Ibiza. Er ist 18 cm länger als der Ibiza 5-Türer. Wir testen den ST als stärkste Dieselversion mit 105 PS. 188 km/h Spitze sind möglich. In 10,9 Sekunden ist die 100 km/h Marke erreicht. Den Verbrauch gibt Seat mit 4,2 Litern Diesel an. Das sportliche Fahrwerk vermittelt einen guten Kontakt zur Straße und macht richtig Spaß. Also das Besondere an dem ST ist natürlich, Punkt 1, es ist natürlich das Stufenheck und vor allen Dingen der Variante und der ST von dem berühmten Ibiza. Damit hat er den größten Kofferraum seiner Klasse und ich denke gerade im Privatkundenbereich, mit den Emotionen, die er verspricht, Sie sehen hier drumherum ja auch ein paar Surfbretter, das sind natürlich die jungen sportlichen Leute, die sich dieses Auto dann leisten können und damit auch ihrer Mentalität, Sport zu treiben, nachgehen können. Mit dem Kofferraum sticht der ST die Konkurrenz aus. 430 Liter sind es mindestens. Sind die Sitze umgeklappt, stehen 1164 Liter Laderaum zur Verfügung. Doch nicht nur die jungen Sportambitionierten hat Seat mit dem Ibiza im Blick. Ja, das ist natürlich nicht nur der Privatkunde, sondern wir versprechen uns auch im Großabnehmergeschäft, in jungen Flotten versprechen wir uns natürlich gute Umsätze und gute Attraktivität. Das heißt, wir haben Großabnehmergeschäft auf der anderen Seite, aber auch den Privatkunden natürlich sehr stark im Visier, der bei uns ja schon nahezu 3% in Deutschland des Marktanteils ausmacht. Kombis sind in Deutschland in und jetzt gibt es eben auch einen ganz kleinen unter den Lademeistern. Und der Preis für die Basisversion ist nicht schlecht. 12.290 Euro in Deutschland. Für so wenig Geld bekommt man bei VW in Deutschland nur den einfachsten Polo. Das tägliche Verkehrschaos in deutschen Metropolen. Doch neueste Zulassungsstatistiken zeigen, dass sich immer mehr junge Städter gegen ein eigenes Auto entscheiden. Trotzdem möchten sie natürlich mobil sein. Peugeot bietet hier ein völlig neues Mobilitätskonzept. Also wir bei Peugeot ist einfach was Neues. Wir sind keine Konkurrenz zur klassischen Autovermietung. Wir sind auch keine Konkurrenz zum Carsharing, sondern wir sind irgendwo dazwischen. Beim Carsharing haben Sie ja auch eine monatliche Rate, die Sie bezahlen müssen. Das haben wir nicht. Der Kunde bei uns zahlt nur das, was er wirklich nutzt. Bei der Autovermietung hat er natürlich nur den Zugriff auf normal PKWs oder Nutzfahrzeuge. Wir haben eine Erweiterung im Thema, dass wir auch Fahrräder und Scooter, also Motorroller mit dabei haben und natürlich auch noch zusätzlich noch Zubehör mit anbieten dem Kunden, zum Beispiel klassisch die Dachbox, zum Beispiel Schneeketten oder Navigationssysteme. Diese junge Frau hat von dem neuen Angebot in ihrer Nachbarschaft erfahren und ist neugierig geworden. Hier können Sie Ihr Konto eröffnen. Ja. Ist ganz einfach. Sie brauchen dazu eine Kreditkarte? Die habe ich zufällig dabei. Wunderbar. Und eine gültige E-Mail-Adresse? Habe ich auch im Kopf.
Schnell ist das Online-Konto angelegt. Natürlich geht das auch bequem von zu Hause aus. So, hier ist unsere Modellauswahl an Fahrzeugen. Ja. Der RCZ. Bezahlt wird mit Punkten vom Online-Konto des Kunden. Der RCZ zum Beispiel kostet 500 Punkte, also umgerechnet 100 Euro pro Tag. Als erstes würde ich Ihnen gerne die Bedienungsanleitung übergeben oder zumindest sagen, dass wir sie mitgeben. Ein Unfallbericht, wir hoffen natürlich nicht, dass was passiert. Die Zulassung beglaubigt. Okay. Ja. Mhm. Das verbleibt im Auto, das übergeben Sie mir bitte bei der Rückgabe wieder. Ja. Okay. Dann würde ich Sie bitten, mal Platz zu nehmen. Schnell noch eine kurze Einweisung, dann kann sie starten. Ein Fahrrad gibt es schon für 25 Punkte, also 5 Euro am Tag. Die nächsten 24 Stunden steht ihr der neue RCZ zur Verfügung. Ein Wochenende mit dem Mü beginnt Freitag um 12 Uhr und geht bis Montag ebenfalls 12. 72 Stunden Mobilität, ganz auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Unsere Zielgruppe ist ganz klar der Kunde, der in der Stadt wohnt, also der Privatkunde, der zum Beispiel vielleicht gar kein Auto hat, der einfach in der Innenstadt wohnt und sagt, Mensch, ich kriege nie einen Parkplatz, aber ich brauche natürlich auch mal ein Fahrzeug zum Transport von Möbeln. Ich möchte mit meiner Freundin vielleicht mal am Wochenende ein bisschen weiter wegfahren, mit dem Cabrio zum Beispiel, also den ganzen Fun-Fahrzeugbereich. Oder er möchte mit einer Familie mal eine Reise machen nach Hamburg oder nach München. Das können wir alles bieten. In Berlin startet Mü bei Peugeot an 4 verschiedenen Standorten. Bereits im Sommer 2009 wurde das Projekt in 4 französischen Städten ausprobiert. Seit Februar gibt es das Mobilitätskonzept auch in der Millionenmetropole Paris. In Berlin stehen 43 Pkw und Nutzfahrzeuge sowie 6 Scooter, 8 Fahrräder und 2 Elektroräder zur Verfügung. Wenn das Konzept ankommt, sollen noch in diesem Jahr weitere deutsche Städte folgen. Wer den Stauraum seines geliehenen Pkw erweitern möchte, kann eine Dachbox ebenfalls ausleihen. Das passt gut zum Konzept, denn mit Mü will Peugeot sein Kerngeschäft als reiner Fahrzeugproduzent erweitern. Mü soll die gesamte Bandbreite der Mobilitätsbedürfnisse decken. Dazu passen auch Zukunftsideen. Das Konzept Mü ist ja auch so eine Schnittstelle zwischen uns als Hersteller mit normalen PKWs, mit dem normalen Programm und dem neuen Programm Elektromobilität, sprich dem neuen Ion, der Ende des Jahres kommt, dem Elektroscooter, den bekommen wir im Herbst und jetzt schon das Elektrofahrrad, einfach damit Kontakt aufzunehmen, sich daran einfach mal zu testen, wie sowas funktioniert, das ist ja was ganz Neues. Die Gelegenheit wollen wir natürlich nutzen und den Ion selbst einmal probefahren. Noch ist das Fahrzeug als Rechtslenker unterwegs. Dennoch vermittelt es einen ganz guten Eindruck davon, wie man sich bei der elektrischen Stadtrundfahrt demnächst fühlen könnte. Für das Mü-Konzept bei Peugeot überzeugt der Wagen, weil er fährt. Er gleitet dahin, er ist kompakt, er ist klein, wendig für die Stadt und 130 Kilometer Laufleistung reichen absolut aus für Stadtfahrten. Und der Wagen ruckelt auch nicht bei Schaltvorgängen, sondern er gleitet wirklich lautlos dahin. Egal für welches Fahrzeug man sich letzten Endes entscheidet, mit dem neuen Mobilitätskonzept beschreitet Peugeot neue Wege. Weg vom reinen Fahrzeughersteller hin zum Mobilitätsdienstleister. Ob die Franzosen damit tatsächlich die Weichen für die Zukunft stellen, darüber werden Stadtbewohner entscheiden, die dieses Angebot auch wirklich nutzen. Audi hat die Motorenpalette des Q7 überarbeitet. 3 neue V6-Motoren werden angeboten, 2 Benziner und ein völlig neu entwickelter Diesel V6. Alle Motoren kombinieren Aufladung und Direkteinspritzung. Außerdem bietet Audi für alle 6- und 8-Zylinder-Modelle ein neues 8-Stufen-Tiptronic-Automatikgetriebe an, das den Kraftstoffverbrauch um etwa 5% senken soll.
Renault stellt sein von Grund auf neu entwickeltes Mégane Coupé Cabriolet vor. Blickfang des Viersitzers ist sein zweigeteiltes Panoramaglasdach. 21 Sekunden dauert es, das Coupé vollautomatisch in ein Cabriolet zu verwandeln. Für ein optimales Cabrio-Gefühl und einen komfortablen Einstieg sorgt die um 10 cm nach vorne gerückte Windschutzscheibe. Mitte Juni kommt das Mégane Coupé Cabriolet auf den Markt. Einst war der Markt im Kleinbusbereich völlig in der Hand von VW. Das hat sich aber spätestens mit der Einführung des Mercedes Viano 2003 geändert. Dass er noch längst nicht in die Jahre gekommen ist, zeigt er heute in unserem Test. Ich fahre heute den Mercedes Viano in der 2.0 CDI-Motorisierung und möchte die Alltagstauglichkeit testen. Der Viano leistet sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich gute Dienste. Ich habe den Mercedes hier in der Automatik-Variante. Und bin eigentlich sehr zufrieden damit, bis auf der Kickdown ziemlich lange den Motor hochzieht, bis er dann tatsächlich weiterschaltet. Das Automatikgetriebe ist nur in Verbindung mit dem Allradantrieb zu haben und kostet dann gegenüber der manuellen Schaltung satte 5.800 Euro mehr. Ebenso gegen Aufpreis ein elektrisches Glasschiebedach für 1.000 Euro. Was mir gut gefällt, ist das Schiebedach. Nur ab 80 km/h werden die Windgeräusche so laut, dass man es wieder zumachen muss. Und der Mercedes Viano ist für seine Größe schnell auf über 80 km/h. In 13 Sekunden ist der Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt. Mit knapp 50.000 Euro in Deutschland ist der Viano freilich nicht gerade günstig. Den Viano gibt es mit verschiedenen Bestuhlungen. Ich habe hier heute den Siebensitzer. Und das Fahrwerk ist für den Siebensitzer auf jeden Fall viel zu hart abgestimmt. Man merkt jeden Stock und jeden Stein und das ist echt auf Dauer unbequem. Zugute muss man ihm aber die Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung halten. Diese gleicht dann sogar 565 Kilogramm Zuladung selbstständig aus. Von außen betrachtet erkennt man ihn gleich als Mercedes. Nicht nur wegen des großen Sterns im Kühlergrill, sondern auch wegen seiner für einen kleinen Bus eleganten Formgebung. Für einen bequemen Einstieg auch in engen Parklücken sorgen die seitlichen Schiebetüren, die sich auf Knopfdruck mit der Funkfernbedienung auch elektrisch öffnen lassen. Die Sitze der Ambiente-Ausstattung sind für meinen Geschmack zu hart. Dafür ist die Beinfreiheit umso besser, weil über das Schienensystem kann man das wunderbar einstellen. Die Sitze lassen sich drehen, sodass sich die Mitfahrer im Fond auch ins Gesicht sehen können. Über diesen Hebel hier kann man den noch weiter hinten stellen oder eben als Durchsteigehilfe nach vorne klappen. Und wer da noch nicht durchpasst, kann durch diesen Hebel den Sitz ganz nach vorne klappen. Die Heckklappe öffnet und schließt leider nicht elektrisch. Positiv aber, durch die niedrige Ladekante lassen sich Gepäckstücke rückenschonend ein- und ausladen. Ein weiteres Gimmick versteckt sich bei den hinteren Fenstern. Die lassen sich elektrisch aufstellen. Große Autos sind im Alltag oft unübersichtlich und man fährt mit ihnen nicht gerne rückwärts. Nicht so beim Mercedes Viano. Der große Vorteil beim Mercedes Viano ist die sehr gute Übersichtlichkeit. Durch die hohe Sitzposition und die Fenster an allen Seiten kommt man selbst in engste Straßen oder Wege reingefahren.
Das erschwert sich natürlich, wenn die Rückbank von großen Personen besetzt oder der Kofferraum deckenhoch beladen wurde. Alles in allem macht der Viano einen guten und soliden Eindruck und seine Geschichte wird weitergehen, denn die ersten Erlkönige vom Nachfolger wurden schon auf der Straße gesichtet. Estland im Baltikum, die Heimat von Sten Pentus. Nicht irgendein Este, nein, er ist ein ganz außergewöhnlicher. In der Abgeschiedenheit Estlands trainiert er so oft es geht mit seinem Kumpel Peter, arbeitet hart für seine Karriere. Eine laute Karriere, die mit der Stille der estnischen Natur wenig gemeinsam hat. Sten Pentus ist Rennfahrer der Formel Renault, der Mann, der aus dem kühlen Norden kommt und in der Hitze Spaniens die Konkurrenz dominiert. Ein echtes Naturtalent. Mit 14 fährt er das erste Mal Go-Kart und schlägt auf Anhieb Estlands Motorsportgrößen. Es waren ein paar sehr bekannte estnische Go-Kart- und Rennfahrer da und die kannten die Rundenzeiten. Ich habe mit der ersten Runde die Bestzeit geschlagen. Also haben sie mich gefragt, fährst du Rennen? Und ich habe gesagt, nein, doch sie meinten, ich sollte aber. Ich bin direkt danach zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Go-Kart. Ich will Rennen fahren. Zum Erfolg gehört neben Talent auch harte Arbeit und ein kritischer Blick wie der seines Renncoaches Laurent, einem ehemaligen Formel-3-Piloten. Der lässt ihn nie aus den Augen. Er ist gerade mal in seiner zweiten kompletten Motorsport-Saison. Sobald ein Rennen vorbei ist, versuche ich ihm sofort Tipps zu geben. Für Kurve 1 oder 2 oder was auch immer. Auch wo er später bremsen oder früher einlenken sollte. Es ist noch ein bisschen früh zu sagen, wir seien Favoriten auf die Meisterschaft. Aber ich denke, wir könnten mit einem Top-3-Finish rechnen. Ein Sunnyboy, der das Leben leicht, aber seinen Job ernst nimmt. Models, Mode und Moneten sind überhaupt nicht sein Ding. Notgedrungen lässt er zwischen zwei Testläufen auf die Schnelle das Fotoshooting in Aragon über sich ergehen. Der Junge will einfach nur schnell Auto fahren. Da bleibt wenig Zeit für anderes. Was ich zu sehen bekomme, sind Rennstrecke und Flughafen. Ich fliege zum Beispiel nach Barcelona, lande, fahre mit dem Mietwagen zur Strecke und dann zum Hotel. Sobald das Wochenende vorbei ist, fahre ich zum Flughafen und verlasse das Land. Unglücklicherweise habe ich nicht genug Zeit, mir die Stadt anzuschauen. Ich glaube, ich war schon an die 5 Mal an der Rennstrecke von Barcelona, aber noch nie in der Stadt. Einen Ausgleich zum Motorsport hat Sten in der Musik gefunden. Neben der Rennfahrerkarriere nimmt er sich Zeit, selbst Musik zu produzieren. Immer am Puls der Zeit, dieser Sten. Einer, der das Leben liebt und aus vollen Zügen zu genießen weiß. Und das jeden Tag. Ich möchte alles tun. Ich möchte die Dinge so bald wie möglich tun. Nicht warten, bis man 60 ist und dann damit loslegen. Es ist besser, es gleich zu tun. Man weiß ja nie, wie viel Zeit einem noch bleibt. Ich versuche, jeden Tag zu leben, als wenn es mein letzter wäre. Estlands schnellster Sohn und die größte Motorsporthoffnung der Baltischen Republik. Einer, der für den Erfolg lebt, ohne verbissen zu sein. Sten Pentus aus Tallinn. Ein sympathischer Typ, der seinen Weg unbeirrt weitergehen wird. Thank you. That's it for now. See you at the racetrack.